Achtung, es handelte sich hierbei um eine angemeldete Alarmübung, worüber der Kreisbrandmeister, die Polizei, der Erste Hilfe oder die RTW-Mannschaft aus Damme informiert worden sind. Um 19.04 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Osterfeine durch die Leitstelle Vechta zu einer Brandmeldeanlage am Dümmerheim Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer alarmiert. Die Brandmeldeanlage ist aufgelaufen und dazu sind wir ausgerückt. Unsere erste Aufgabe bestand darin, die Menschenrettung vorzunehmen. Als die Informationen vorlagen, wurde die Alarmstufe auf Feuer 4 erhöht, um somit die nachfolgenden Einsatzkräfte zu alarmieren. Gleichzeitig passierte in Damme ein Kellerbrand im Roggenkamp, sodass der ganze Einsatzplan, der erstellt worden war, zunichte war. Die nachfolgenden Kräfte aus Damme konnten nicht ausrücken und somit musste die Feuerwehr aus Steinfeld, die für den Sammelplatz arrangiert war, sofort mit zur Einsatzstelle ausrücken, um uns bei der Menschenrettung zu unterstützen. Weiterhin waren die Feuerwehren aus Boringhausen und Lehmbruch vor Ort. Insgesamt waren wir mit 73 Kameraden aus dem Landkreis Vechta, mit 27 Kameraden aus Lehmbruch. Insgesamt waren 14 Fahrzeuge vor Ort, inklusive der Drehleiter aus Damme. Um ca. 20.30 Uhr konnte Feuer ausgemeldet werden und somit war die Übung, ich wiederhole, Übung